Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in einem Vorgestellt Woodland Empire und das ist die Vorschau Nummer 1. Habe ich bekommen den Key. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Wir können mal hier bei den Credits reingucken. Das ist Music, Punch, Deck und Safk. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Wie sieht man, es ist, glaube ich, ein Zwei-Mann-Projekt. Ist mit der Godard Engine gemacht hier unten. Jo. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die Szenario-Tutorials uns bringen. Wind and Water, alles wohl auf Englisch. Ich kann es auch nicht umstellen. In den Credits hatte ich, in der Option habe ich reingeschaut. Da kann man Lautstärke etc. machen. Ich habe eben auch schon mal Musik gehört, aber jetzt ist es wieder weg. Ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir uns das erste Tutorial mal an. Ne? Bis gleich. So, dann steigen wir da mal ein. Wind and Water. Loading. Da fehlt ein G. Water Trees 010. Welcome to the Woodland Empire Tutorial. It looks like our grassland is a little dry. Ah, es ist trockenes Land. Plants need water in order to produce seeds and grow. Also die brauchen Wasser, um Samen zu produzieren und zu wachsen. Plant will die if they go too long without water. Und Pflanzen werden sterben, wenn sie kein Wasser bekommen. Oder zu lange ohne Wasser sind. Use the rain... Ja, rain cloud, the cloud tool to create clouds that will rain on your forest. Goal, provide water to 10 trees using the Cloud Tool. Okay, dann wollen wir mal gucken, das Cloud Tool ist hier. Wir machen da mal Wasser drauf. Ja, das war jetzt nur da. 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 Dann muss ich da hinten wahrscheinlich auch noch. Und hier auch noch. Und da sind die 10 Bäume durch. Great job. You can grow the strength of the wind now. Increase the strength of the wind and watch the trees in your forest sway in the breeze. Use the strength tool to increase wind strength to 10 or greater. Wind ist da oben. Wolke war da. Kann ich das hier abwählen? Nee, kann ich nicht. Wind strength. Water trees. Wind strength. Muss ich jetzt auf 10 bringen oder was? Bringt die Wolke auch was? Ne, die bringt nur den Regen, ne? Ach so, Rechtsklick geht da weg. Dann ist alles klar. Reinzoomen, rauszoomen. Da stehen ja noch so ein paar Tastenbefehle, ne? WASD ist klar. Und, Middle Mouse Scroll Zoom In and Out. Das, habe ich gerade so mit dem Rad gemacht. Options and Volume. Volume. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Dann muss ich das jetzt mal hier auf 10 bringen oder was. Da ist es, okay? You are natural. The major trees are now starting to spawn seeds. The more major a tree is, the more likely it is spawn seeds. Okay, when seeds spawn, it will be carried in the direction the wind is blowing. Clouds and rain will also follow the direction of the wind. Relax while your trees grow and use the wind direction tool to spread seeds and grow your forest. 25 Bäume soll ich jetzt hier durch den Wind. Ah, da sind jetzt hier unsere Samen, die da gerade runterfallen, Birken. Sehen aber aus wie Eicheln. Warte, ist schon gewachsen. Interessant. Naja, dann geht's ja, ne? Kann ich jetzt hier noch ein bisschen mehr in die Richtung? Congratulations, now you know how to water your plants with rain and spread your forest using the wind. Click to exit the tutorial. Okay, das haben wir schon geschafft. Okay, gut. Dann sind wir wieder im Hauptmenü gekommen. Der nächste Schritt sind dann Tiere. Wollen wir auch uns noch anschauen, ne? Vielleicht kriegen wir die Tutorials alle durch. This looks like a nice and healthy forest, but there is a problem. Ah, das sieht aus wie ein gesunder Wald, aber da gibt es ein Problem. When seeds fall from a tree, they need to be far enough away from their parent tree or they won't sprout. Okay, die müssen weit genug weg, sonst wird das nicht wachsen. Woodland creatures eat seeds, then
deposit them in an open area where they can grow. Use a herbivorous menu to place 4 squirrels and grow your forest to 40 trees. Okay, wir sollen da jetzt Eichhörnchen machen. Ich kenne es vor allem so, ne, wenn du da so siehst, die Vögel sind das ja, die dann Samen fressen, durch die Gegend fliegen und dann weit, weit weg irgendwo das runterlassen. Ne? So, jetzt muss ich den irgendwo machen. Achso, da muss man nochmal klicken, alles klar. Da läuft schon jemand, jetzt hat er gegessen. Okay. Hier können wir vielleicht auch noch eins machen, ein Eichhörnchen. Lebt das dann noch oder wo ist denn das zweite? Ah, da hinten flitzt es rum. Ah, ich muss 4 Stück machen. Alles klar, dann machen wir mal 4 Stück. Die flitzen da auch schon durch die Gegend. Suchen sich die Samen, essen die. Und der hat das da jetzt verloren oder... Ja. Sieht man jetzt nicht so wirklich, ne? Die fallen da ja jetzt runter. Ich mache mal ein bisschen Wind hier, ne? Aber ich sehe zwar Wind, aber ich sehe nicht, dass sich die Bäume biegen, oder? Great job, thrills are great, but they don't have a long range. Deer can help speed your forest much farther. Place 5 deer and continue to grow your forest. Jetzt sollen wir... Hirscher auf die Wiese lassen. Waren das 5? Ja. 5 haben wir. Gut. Was ist das denn hier? Logistics. Okay. Wenn ich da draufklicke, was passiert? Das? Okay. Homelines. Achso, da sind die Wege, die sie gegangen sind oder gehen werden wahrscheinlich. Hirsche essen auch jetzt hier. Die Samen. Okay, ich dachte, hier ist nur Rinde. Number of trees. Ja, wir müssen mal hier nochmal gleich ein bisschen Wind machen. Number 5, da ist schon einer nachgewachsen von den Eichhörnchen. Also, wenn man länger dauert, drückt, dann geht's auch anders, ne? Wonderful. Walking is great, but wouldn't it be great if you couldn't fly? Speed your seat and other than the deer. Also, da kommt jetzt noch wieder was dazu. Kardinal, ich weiß nicht, was ein Kardinal ist. Ist das ein Falke? Wie viel sollen wir da? Auch 5. Einen noch. You know now how to add trees and grow your forest. Aha, okay. Ja, dann haben wir das auch schon. Der Wald kann dann auch dadurch wachsen, dass hier so ein Schwarm Vögel da ist. Die sind tatsächlich alle miteinander verbunden da. Achso, das ist jetzt hier noch... Ja, interessant. Harmony and Resilience. Er lädt wieder. Let's learn how to manage grow your forest. You can do this by... Spending resilience. While harmony is gained automatically by happy plants, resilience can only be gained by plants and animals completing their life cycle. Moving on, expired, shoveling their mortal coil. Okay. Every forest starts as a grassland with rural species preparing soil and habitats for larger shrubs and trees. Let's get started by creating a lush grassland. Ah, jetzt müssen wir erstmal Pflanzen. Ja. Niedere Pflanzen werden wir jetzt hier. Gras. Gräser. So, jetzt haben wir das richtige Wort gefunden. Gräser kommen als erstes. Great. Your grassland will provide a strong base of harmony income, but will still need resilience to place trees. When plants die, bird drying out, being eaten, they create resilience. The higher level the plant, the more resilience it will give. Choose how you will harvest your grass for resilience, using deer to graze or fire to burn. Ah, ich kann das also abfackeln hier, oder ich kann auch das per
Ja, machen wir mal so ein. Ach so, ein Dir geht noch. Okay, dann haben wir da. Wie viel müssen wir denn? Number of Ruderal Species? 71 von. Ja, okay. Resilience 9. Na, okay. Ich mache mal noch ein paar mehr, ne? Harmonie Minus war da, okay. Okay, jetzt kann ich wohl durch meine Kapazitäten hier oben Pflanzen, Bäume machen. Okay, spezielle. Okay, dann Longleaf Pine, Quaking Aspen, Blue Spruce, Red Spruce. Ach so, da muss man so ein. Aha, sehr interessant. Dann nehmen wir mal aber verschiedene Sorten dabei. Hier haben wir noch das, die machen wir mal hier unten hin. Da haben wir aber leider keine Pflanzen. Dann machen wir das hier hinten hin. Okay, aber runter geht hier nichts, ne? Ach, die wachsen von alleine. Okay, dann brauche ich da nichts tun. Ah, das ist ein Mischwald, ist am besten, ist klar. Okay. Canopy Trees, das müssen wir. Wo sind sie denn? Ah, hier sind sie, okay. Elm, Ash und Maple. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich mache es einfach mal. Vielleicht klappt das auch nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber die können aber auch nur bei Gräsern dabei wachsen. Ja, es geht auf jeden Fall, ne? Die, ja. Ach so, da kann ich noch nichts anderes, obwohl hier das Eichhörnchen zu sehen ist, kann man da nur die das Wild machen. Ach, vielleicht sollten wir mal Regen machen. Das wäre vielleicht auch noch ganz praktikabel, oder? Dann wächst das vielleicht besser, oder? Weiß ich aber nicht. Vielleicht läuft das Wasser auch dann weg. Kann auch sein, weil ist gerade nicht wenig, ne? Okay. Wie wir sehen, haben wir jetzt hier den ersten Teich schon gemacht. Das ist vielleicht nie so dolle. Könnten aber auch was abfackeln. Das will ich aber eigentlich gar nicht machen. Hier waren die Pflanzen. Ja. Was müssen wir? Ach, wir müssen noch hier drei von diesen machen. Bringen wir doch noch drei zugange. So, ach, jetzt ist. Na, da ist er. Can you learning in the free play mode and scenarios? Future tutorials will help you learn more about how predators, plants, diversity and other soon to be added features of the forest play into continuous balance to the money and resilience of nature. Okay, dann haben wir das auch schon erledigt. Und dann haben wir noch The Cycle of Life. Letzte Runde, Lodi steht da nur noch. Woodland Ecosystems are beautiful, but they can also be deadly. Ja, klar, wenn nichts zu essen gibt, sterben Tiere, ist klar. Deshalb ist not the last impact on organisms on its ecosystem. Ah ja, ja, der Tod ist nicht das Letzte, das ist klar. When an animal dies, whether from old age, starvation or predation, it leaves nutrients behind. To fertilize nearby plants. Ja, es wird zu Dünger, ne? Fresher time fertilize plants major much faster and provides many more seeds. Fox Friends, okay. Jetzt müssen wir einen Fuchs hier irgendwo
ihn bringen. Da ist er. Wo geht er hin? Keine Ahnung. Kriegt er was zu essen? Nee, eigentlich nicht. Hier gibt es ja keine Kaninchen oder sowas oder Hasen. Na, Hasen weiß ich nicht, ob er die schon doch. Hasen wird er wahrscheinlich auch jagen. Ach doch, hier sind Squirrels. Hat er das? Nee, hat er nicht. Aber da hat er, glaube ich, eins. Ah, man kann die Tiere auch, die Statistiken angucken der Tiere oder die Werte. Speaking of reproduction and two animals. Ah, Nachwuchs gibt's auch. Continue by adding other foxes, keeping them fed long enough to have offspring. Okay. Wir müssen zwei. Jungtiere bekommen für den Fuchs, Füchsen. Eine Fee ist das, glaube ich, ne? Oder? Wie war das? Weiß ich jetzt gar nicht. Ah, die beiden mögen sich schon mal. Das ist ja schon mal gut, ne? Ja, jetzt weiß ich nur nicht, wie man da mitkriegt, ob da. Okay, da stand jetzt nur. Was macht er hier? Blaue Streifen. Und kriegen wir Nachwuchs? Haben wir schon irgendwo? Ich sehe es aber nicht. Ah, hier hinter. Hinterm Baum. Okay, die sind sofort ausgewachsen, ne? Gibt's keine Babys. Okay, kann ja nicht lange dauern, dann kommt der nächste auch noch auf sich zu, wa? Was ist das hier? War wahrscheinlich, weil da ein Tier gestorben ist, dass dann hier die Bäume besser wachsen, ne? Oder ist es das hier? Weil jetzt hier der. Okay, how lovely. Die waren beschäftigt, klar. Ah, ich muss jetzt irgendwie die Füchse am Leben halten. Durch einen Wolf steuern wir das Ganze. Ja, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh, den Wolf hier loszuschicken, oder? Wenn ich den jetzt losschicke, dann ist ja sofort Ende, oder? Hm. Komm, wir machen mal einen Fuchs. Einen Wolf. Was macht der jetzt? Er macht erstmal nichts, läuft nur durch die Gegend. Kommt jetzt. Schläft jetzt hier am Stein oder was? Okay. Jetzt müssen wir die Füchse eindämmen. Ich weiß nicht, muss ich drei von alleine holen oder? Wolves hunt squirrels, foxes and deer. If they are hungry enough, they will eat seeds. Okay. Ja, ich mach mal noch einen, weil sonst. Jetzt sind schon vier Füchse da. Also vier Neugeborene. Hm, müssen wir mal gucken. Der schläft jetzt erstmal hier wieder. Da kommt auch einer. Ja, der hat den ersten Fuchs, glaube ich. High above apex predators will search far and wide to prey on small animals, including squirrels and foxes. Three hawks have appeared in your forest. Provide them meal so they don't starve. Wo sind denn die Hawk Friends? Sieht einer die? Da oben fliegen sie. Was brauchen die? Was essen die? Die essen eigentlich Squirrels, oder?
Ja, ich könnte jetzt hier neue machen, ne? Aber ich habe keine Dingens hier, Werte hier. Ach, das ist das Maximum oder was? Ne, das ist das hier. Harmony und das ist, ja, okay. Jetzt müssten wir hier die, ja, da hat sich schon eine 1 geholt. Okay, das klappt schon mal. Hawkmills provided. Ach so, okay, ich brauche nur so ein paar Squirrels machen und dann könnten die vielleicht sich die holen und dann habe ich schon geschafft. Awesome, genau. You know. Das war das letzte Tutorial, ne? Das haben wir auch geschafft. So, dann sind wir hier schon fertig. Würde ich sagen, soll es auch in dieser Folge erstmal dafür reichen, in dieser Vorschau. Nächstes Mal gucken wir uns definitiv dann hier Wildfire, Borer Invasion oder Change in Latitude oder Tornado Alley an. Was da an Szenarios sind. Ne? Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.